Moin. In dem Video zum Thema Trainingsplanerstellung, was kann man da so reinschreiben, wie sollte so ein Trainingsplan aussehen, habe ich mal ganz kurz angerissen, kombiniertes Schwimmen und so eine Geschichten alles. Sollte man immer in jedem Trainingsplan mal mit einbauen. Aber was ist das Ganze jetzt? Das gucken wir uns an. Ich ziehe mir schnell einen Schwimmschlüpper an, setze mir eine Schwimmbrille auf und dann treffen wir uns in der Schwimmhalle wieder. Los geht's! Ja, die erste Disziplin ist ganz normal Brust, Arme, Kraul, Beine. Das sollte den meisten noch wirklich leicht fallen. Es wird dann auch tatsächlich von Mal zu Mal schwieriger. Also umso mehr ihr übt, umso einfacher wird es. Aber umso wilder die Kombinationen sind, umso schwieriger wird es. Das ist jetzt das Wasserball, Kraul, sag ich mal, Brust, Beine, Kraul, Arme. Es ist auch noch für viele recht einfach, weil Kraulschwimmen, Brustschwimmen, das können die meisten. So, das machen wir. Kraularme mit Delfinkicks. Für einen geübten Kraulschwimmer geht das auch noch absolut klar. Das ist gar kein Problem. Jetzt natürlich Schmettarme und Kraulbeine. Und da wird es dann schon schwierig, weil das ist ein komplett ungewohnter Rhythmus. Da muss man seinen Kopf wirklich schon anstrengen und sich darauf konzentrieren. Was machen die Arme? Was machen die Beine? Das Ganze kann man jetzt natürlich auch mit Brustarmen machen. Brustarme und Schmetterlingbeine dazu. Das ist dann wiederum ein bisschen einfacher. Genauso einfach ist es jetzt, das Ganze natürlich umgedreht zu machen. Schmettarme, Brustbeine. Das ist so für den Anfangs-Schmetterlingsschwimmer, der das erstmal noch üben will, eine absolut feine Übung, weil die Brustbeinbewegung, die beherrscht ja an sich fast jeder. Und wenn man dann die Schmetterlingarme dazu macht, ist es deutlich einfacher. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch noch in Rückenlage machen, dass man Rückenarme macht, Brustbeine dazu, Rückenarme, Schmetterlingbeine. Und wo ich das Video jetzt hier so spreche, ist mir auch schon aufgefallen, dass ich in diesem Video noch einige Sachen vergessen habe. Das werden wir natürlich alles nach und nach nachholen, damit ich euch das auch mal gezeigt habe, weil es gibt noch viele, viele, viele andere Möglichkeiten, die dann natürlich aber auch noch viel anstrengender sind. Das sind so diese grundlegenden Basics, die eigentlich jeder Schwimmer irgendwie beherrschen sollte. Sämtliche Schwimmarten, die man so kennt, einfach wild zu kombinieren. So, und die nächste Übung, die solltet ihr wirklich können, Rückengleichschlag oder auch Altdeutsch genannt. Das mache ich immer, wenn es bei mir irgendwo auf dem Trainingsplan steht, locker. Da schwimme ich genau das. Ich schwimme da kein Brust oder Kraul, Rücken, Schmetterling. Nein, ich schwimme genau das, wenn 100 Meter locker draufsteht. Schwimme ich Rückengleichschlag oder Altdeutsch. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Einige geübte Schwimmer kennen selbst diese Schwimmart gar nicht. Die kennen weder den Namen noch das andere. So, jetzt kommen wir mal zum bewussten Falschschwimmen. Das kann man natürlich auch als kombinierte Übung mit einbauen, dass man einfach mal komplett falsch schwimmt. Dass die Arme beim Kraulschwimmen zum Beispiel übers Wasser rausgucken, ohne diesen hohen Ellbogen. Es fördert einfach das Wassergefühl. Man kann dann auch so eine Späße machen, dass man sagt, okay, ich schwimme jetzt mit den Daumen unter den Achseln Kraul. Einfach nur fürs Wassergefühl, um einiges ein bisschen zu intensivieren, ein bisschen besser zu kontrollieren. Und um später sagen zu können, okay, jetzt gerade mache ich was falsch, das muss anders laufen. Nochmal kurz schauen, was mache ich hier? Ach so, genau, ich versuche da mit den Beinen falsch zu schwimmen und ziehe die Beine immer so unter das Wasser runter. Das sollte wie so ein Fahrradfahren sein. Da gibt es ja auch einige, die fangen mit Kraulschwimmen an, weil sie denken, sie können es. Fahren dann aber oder machen mit der Beinbewegung so ein Fahrradfahren. Jetzt kommen wir mal zum Brustschwimmen. Da schwimme ich auch richtig falsch mit langen oder ausgestreckten Füßen, die Knie gehen auf und es kommt eigentlich gar kein Abstoß zustande.
Aber darüber unterhalten wir uns dann, wenn es soweit ist, wenn wir uns nochmal das Brustschwimmen angucken. Ich will euch nur zeigen, dass man sowas auch mal mit einbauen kann. Genauso auch Kraulschwimmen mit Fäusten einfach mal schwimmen. Da kann man sich das teure Hilfsmittel von, ich weiß gar nicht welcher Firma, auch sparen. Macht einfach Fäuste und merkt dann, wie wenig Druck man im Wasser aufbauen kann. Sollte man aber auch nicht viele, viele Meter am Stück machen, sondern nur so zwischendurch mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Weil ansonsten gewöhnt ihr euch einfach eine falsche Technik an und das möchte ich absolut vermeiden. So, für euch geübten Schwimmer, probiert es mal aus. Kraul rückwärts. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr es schon ausprobiert habt und wie ihr das so fandet, kraul rückwärts zu schwimmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen nach oben da. Teile das Video gerne mit all deinen Bekannten, Freunden, wem auch immer. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer up to date bist. Und lass auf jeden Fall einen Kommentar da, falls du noch Fragen haben solltest rund ums Thema Schwimmen.